Servus und hallo, Sven hier. Ihr seht hier vor mir die neue Icebeam P15 taktische EDC-Taschenlampe liegen in der hellgrünen Version. Ich werde in diesem kleinen Videoclip mal ein bisschen näher auf die Eigenschaften der P15, vielleicht da der Vorteile und Nachteile eingehen und fange an mit dem optionalen Zubehör. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese original nachgebaute Heckler & Koch Softwarewaffe hier liegt. Dieser taktische Fingerring, den man hier an die P15 montieren kann, über zwei Inbusschrauben, die mit einem mitgelieferten Werkzeug hier fixiert werden. Ihr könnt den Ring, so wie ich es montiert habe, zusätzlich zum Gürtelring Gürtelclip oben drauf machen. Oder ihr nehmt den Clip und macht nur den Ring drauf oder lasst den Ring unten und habt nur den Gürtelclip. So wie ich es kenne, werden eigentlich die Fingerringe, die taktischen, nur verwendet bei Waffenträgern. Man hat in der Schusshand die Waffe und in der anderen Hand die Taschenlampe. Und sollte dann die Waffe eine Klemme haben oder nicht laden können, dann muss man die Lampe nicht weglegen. Man gewinnt oder verliert dadurch nicht wichtige Zeit beim Nachladen. Es ist mir bekannt, ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Wenn jemand anders noch eine sinnvolle Anwendung hat für einen taktischen Fingerring, bitte lasst es mich wissen. Das zweite ist optionales Zubehör, nämlich dieser Stroboskop-Taster. Sobald ich hier einmal drauf drücke und wieder runter gehe, blinkt er und geht aus. Das Ganze wird hier noch verriegelt. Dieser kleine Mini-Taster sitzt im Übrigen auf dem eigentlichen Ladeport der P15. Der innenliegende 18650 Akku, der auch entnommen werden kann, wird über diesen Ladeport geladen. Hoppla, da kamen schon die ersten, ja sag mal, da liegen da ja 3,7 Volt an. Nein, ich habe es gemessen, da liegen 2 bis 2,2 Volt an. Auch die Gefahr des Kurzschlusses sehe ich als relativ gering aufgrund dieser kleinen Erhöhung, die man hier hat. Nichtsdestotrotz, wenn man es in der Hosentasche hat, hat Geldstücke oder irgendwelche kleine Metallteile, Sicherheitsnadel, whatever, dann kann es zum Kurzschluss kommen. Inwieweit es dann für den Akku tragisch ist, kann ich nicht beurteilen, weil ihr seht hier so ein kleiner goldener Pin. Eventuell regelt er das Ganze auch ab, wenn ich hier nicht das Ding anstoße, sage ich mal, dass es quasi dann hier wie ein kleiner Schalter ist. Da muss ich mich nochmal genauer schlau damit machen. So, sicherlich das größte oder der größte Stein des Anstoßes an dieser P15 ist dieser sehr spezifische Akku, der auf einer Seite beides vereint, nämlich der Pluspol innenliegend und der Minuspol außer. Und ihr seht hier am Lamperkopf, ihr könnt wirklich nur so einen Akku verwenden, der hier in der Mitte der Pluspol hat und im äußeren Ring der Minuspol. Ein normaler 18650 Akku, der nicht so beschaffen ist, wird nicht funktionieren. Ich kann die Kunden verstehen, die sagen, Mann, was für ein Mist macht denn jetzt hier Icebeam wie manche andere Hersteller. Ich habe bereits 15 oder 20 Akkus, weil ich schon zig Taschenlampen habe. Ärgert mich richtig, kostet mir nämlich jetzt etwas mehr Geld. Ich kann die P15 nicht ohne Akku beziehen. Ich würde sie euch auch so anbieten gerne, macht aber hier wenig Sinn. Die Kunden sagen natürlich, boah, finde ich nicht toll. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Es gibt auch Kunden, die haben eben nicht 15 Taschenlampen und keine 20 Ersatzakkus. Die sagen, Mensch, ich finde es ein gelungenes Produkt, mir genügt es, ich kaufe mir zweiten Akku als Backup, ich bin damit zufrieden. Also man sollte immer auch fairerweise beide Sichtweisen betrachten und nicht immer nur die eine eigene, wo auf einen zutrifft nachher. An sich zum Produkt gibt es zu sagen, meine persönliche Meinung, ich finde es ein gelungenes Produkt, weil es ist wirklich geschmeidig in der Handhabung, die Mechanik lässt sich gut anfassen. Es ist vom Bediener her Icebeam typisch, einmal hinter drauf drücke, geht das Ganze an, ich bleibe drauf, rampe dreimal durch die Helligkeitsstufe durch, habe einen Doppelklick maximal Helligkeit, habe im Übrigen durch dreimal Klick auch Stroboskop, aber dauerhaft, hier habe ich es nur als Taster und ich habe den sogenannten Moon-Modus, der die kleinste Helligkeit abgibt. Im Übrigen ist dieser spezifische Akku genauso in externen Ladegeräten ladbar. Ich biete überwiegend oder fast ausschließlich an von der Firma Nightcore die UMS 2 und 4 Reihe. Funktioniert wunderbar. Aber auch genauso von der Firma Extar gibt es ein PBS 2 Powerbank, die auch 18650 Akkus beinhaltet. Funktioniert genauso. Man muss nicht zwingend hier laden. Man kann auch zwei Akkus dann als Powerbank verwenden. Aber wie gesagt, der Akku ist ein kleiner Streitpunkt. Mein persönliches Fazit, wie gesagt, gelungenes Produkt, ordentlich Helligkeit, 1700 Lumen, gute, sinnvolle Features, wie ich finde, tolle Farben, es gibt es noch in Dunkelgrün, Standard Schwarz und Orange. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Produkt habt, bitte lasst es mich wissen.
Wenn ihr noch mehr technische Informationen wollt, findet ihr auf meiner Page ebenso. Ich habe das Ding bereits vermessen in Bezug auf Helligkeit und auf Laufzeit in Abhängigkeit der Helligkeit. Da gibt es ein kleines Messprotokoll, das findet ihr auf unserer Seite, unsere kleine Messecke. Oder genauer gesagt, ihr findet es unter dem Produkt, an dem grünen Pfeil mit 3+. Da veröffentlichen wir unsere eigenen Messungen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt immer gesund, euer Sven. Tschüss.